In diesem Video geht es um das Rechnungsmodul in Heilpraxis Live. Ich gehe in der Toolbar auf diesen Button Rechnungen und es öffnet sich die Übersichtsmaske. Wir sehen hier die bereits erfassten Rechnungen. Wenn ich eine neue Rechnung anlegen möchte, gehe ich auf den Button Neu. Es wird folgende Maske angezeigt. Ganz oben haben wir bereits die Rechnungsnummer bestehend aus der Jahreszahl und aus der fortlaufenden Nummer. Was fehlt, das ist der Patient. Ich kann den Patienten über das Fernglas-Symbol auswählen, kann also hier mit Doppelklick einen Patienten herholen. Dann haben wir hier das Zahlungsziel. Ganz wichtig, verwenden Sie nach Möglichkeit nur die Zahlungsweise Überweisung. Wenn Sie nämlich Bargeld annehmen, müssen Sie darauf achten, dass Sie entweder sich eine TSE besorgen, eine technische Sicherheitseinrichtung, das muss auch bei den Programmeinstellungen hinterlegt werden, oder die zweite Möglichkeit wäre eine offene Ladenkasse, bestehend aus dem Kassenbuch, aus dem Zählprotokoll. Ich empfehle Ihnen aber dringend, auf das Bargeld zu verzichten. Hier geben Sie das Zahlungsziel ein, also in meinem Fall Zahlung innerhalb von 10 Tagen. Dann haben wir hier das Rechnungsdatum, es wird immer das aktuelle Tagesdatum verwendet, dann eine Information, ob die Rechnung gedruckt wurde oder nicht, dann haben wir hier den Rechnungsstatus. Auf der rechten Seite finden wir dann die Diagnose. Die Diagnose können wir entweder über die Tastatur eintippen oder wir können die Diagnose auch aus dem ICD-10 übernehmen. Also entweder hier über die Schnellauswahl oder über das Fernglas-Symbol, dann öffnet sich hier eine Suchmaske für den ICD-10-Schlüssel. Der Rechnungskopf ist in unserem Fall soweit fertig und jetzt geht es darum, die Rechnungspositionen einzufügen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir können auf die Leistungsketten zurückgreifen, also hier, das ist der Button Makro. Wenn ich hier draufklicke, kann ich mir eine Leistungskette auswählen und aussuchen, zu welchem Datum die Leistungspositionen eingefügt werden sollen. Wenn Sie hier genau schauen, dann sehen Sie auch bereits den Preis. Also wenn Sie hier ein Makro, eine Leistungskette auswählen, dann wissen Sie auch genau, auf welche Rechnungssumme Sie kommen würden. Ich klicke in meinem Fall jetzt auf OK. Die Leistungen werden der Reihe nach in die Rechnung eingefügt und ich kann jetzt zusätzliche einzelne Leistungen einfügen über die Schnellerfassung. Das ist dieser Button rechts außen mit den Zahnrädchen. Wenn ich hier draufklicke, wird mir die GmbH angezeigt und ich kann in der ersten Spalte auswählen, welche Leistungen in die Rechnung eingefügt werden sollen. So, dann OK. Und dann haben wir hier die entsprechenden Leistungen im System. So, jetzt habe ich hier bei mir den Fall, dass ich übersehen habe, das Behandlungsdatum zu korrigieren. Das heißt, wenn ich eine einzelne Leistung über die Schnellerfassung einfüge, dann muss ich ganz oben auch wieder schauen, dass hier das korrekte Behandlungsdatum eingestellt ist. Das ist aber kein Problem. Ich kann nämlich jede einzelne Leistung in der Rechnung nachbearbeiten. Mit Doppelklick kann man das Ganze öffnen. Man kann beispielsweise das Datum verändern. Man könnte auch hier die Bezeichnung verändern. Man kann auch den Preis und die Menge jederzeit anpassen. Angenommen, ich habe eine Leistung eingefügt, die ich nicht durchgeführt habe beim Patienten, dann kann man diese Leistung auch wieder entfernen und zwar mit dem Button Rechnungspost löschen. Genauso wie ich die Behandlungen einfüge, so kann ich auch die Arzneimittel in die Rechnung einfügen. Also wenn ich Arzneimittel an den Patienten abgebe, was ich natürlich jetzt nicht empfehle, aber wenn Sie das machen, dann könnten Sie hier diese Arzneimittel auswählen und einfügen. Sie müssen hier ein bisschen aufpassen. Sie müssen, wenn Sie Arzneimittel abrechnen, dann müssen Sie es zum Gestehungspreis weitergeben. So, was können wir hier noch machen? Wir können Rechnungspositionen
kopieren oder wir können ganze Behandlungstage kopieren. Hierfür gibt es diesen Button Kopie und hier kann ich mir ein Datum auswählen. Also welches Datum möchte ich kopieren und dann ein Zieldatum. Dafür gibt es diesen Kalender. Ich kann also quasi einen kompletten Behandlungstag nochmal duplizieren und auf einen anderen Behandlungstermin legen. So, was haben wir noch? Wir können neue Rechnungspositionen anlegen auf der grünen Wiese sozusagen, auch wenn es eine Sonderleistung, eine ganz bestimmte Leistung nicht im Leistungskatalog gibt. So habe ich hier die Möglichkeit, das aber trotzdem hier einzutragen, zum Beispiel 99 Hygienepauschale. So, dann nehmen wir 1,50 Euro beispielsweise und OK. Also, es gibt immer die Möglichkeit, auf der einen Seite auf den Leistungskatalog zuzugreifen oder ich kann auch eigene Leistungen mir ausdenken und einfügen, auch wenn die nicht im Leistungskatalog vorhanden sind. Ansonsten, diese Funktion haben wir bereits kennengelernt. Wenn ich eine Leistung mit Doppelklick öffne, dann kann ich diese Leistungen bearbeiten. Das Leistungen löschen haben wir auch bereits gesehen. Man kann auch Behandlungspositionen importieren. Also, Sie können ja im Behandlungsmodul Behandlungstermine anlegen, auch die Leistungen bereits beim Behandlungstermin hinterlegen. Behandlungstermine kann man grundsätzlich umwandeln in Rechnungen. Man kann aber auch aus einer Rechnung heraus auf die Suche gehen und kann schauen, gibt es eventuell noch Behandlungstermine, die nicht abgerechnet sind. Und bei mir ist das hier der Fall. Ich wähle mir hier einen Behandlungstermin aus. Vermutlich war dort keine Leistung eingetragen, sonst hätte mir hier das System diese Leistungen eingefügt. Ja, wir sind soweit fertig. Wir können oben bei den Zusatzdaten noch den Behandlungszeitraum auswählen. Wir können hier ein bestimmtes Buchungskonto festlegen. Also wenn ich später diese Daten, diese Rechnungen an eine Abrechnungsstelle übertragen möchte, dann kann ich also steuern, auf welches Konto soll denn gebucht werden. Ich könnte hier auch eine PV-Nummer auswählen, wenn ich die Absicht hätte, das Ganze an eine Abrechnungsstelle zu übertragen. Dann kann man den Behandlungsgrund eingeben, die Therapie, einen Zuweiser. Ich könnte hier noch eine Bemerkung hineinschreiben. Das wäre dann ein Text, der ganz am Ende der Rechnung eingefügt wird. Falls der Patient die Rechnung bezahlt, kann ich die Bezahlung hier eintragen. Also hier wieder auf Neu klicken. Dann werden mir die Daten bereits vorgeschlagen. Das gehen wir davon aus, der Kunde oder der Patient hat auf das Bankkonto überwiesen. Da kann ich hier einfach auf OK klicken. Die Zahlung ist im System erfasst und die Rechnung ist als bezahlt markiert. Wenn ich das Ganze jetzt mit einer TSE mache, dann wird jede Rechnung signiert. Es bekommt jede Rechnung während des Ausdrucks einen Stempel aufgedrückt. Und man könnte sich einen entsprechenden Ausdruck hier generieren lassen, wo man dann auch einen QR-Code sieht und alle wichtigen Informationen zur Signatur. So, in meinem Fall ist das aber jetzt nicht der Fall. Ich speichere meine Rechnung. So, ich lasse mir die Rechnung jetzt am Bildschirm anzeigen. Ich gehe hier auf Drucken. Ich wähle mir eine Druckvorlage aus, zum Beispiel diese hier. Ich lasse mir das in der Seitenansicht anzeigen. Und man sieht jetzt, dass sich der Ausdruck aufgebaut hat. Ich könnte das jetzt direkt an den Drucker senden. In meinem Fall gehe ich hier aus der Seitenansicht wieder heraus. Noch ein paar Worte zum Drucken. Es gibt hier in der Druckvorschau zwei Optionen. Das eine heißt Vorschau ohne Druck und das andere heißt Seitenansicht. Im Grunde genommen ist das recht ähnlich, allerdings mit einem Unterschied. Wenn ich hier anwähle Vorschau ohne Druck,
dann wird mir die Seitenansicht am Bildschirm angezeigt. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, das Ganze auszudrucken. Das heißt, wenn ich das mache, dann habe ich auch die Möglichkeit, die Rechnung nachzubearbeiten. Wenn ich sage Seitenansicht, dann wird mir die Seitenansicht angezeigt. Ich kann es aus der Seitenansicht ausdrucken, aber ich habe einen Effekt, und zwar wird mir die Rechnung gesperrt. Ich kann sie also zu diesem Zeitpunkt dann nicht mehr verändern. Also wenn Sie die Absicht haben, die Rechnung immer zu kontrollieren, zu überprüfen, bevor Sie es ausdrucken, nehmen Sie zunächst erst einmal Vorschau ohne Druck, schauen Sie es nochmal an, und erst wenn Sie sich sicher sind, gehen Sie entweder auf Seitenansicht oder auf den Sofortdruck. Ansonsten, wenn Sie die Absicht haben, die Rechnung per PDF zu versenden oder einen PDF-Druck zu erstellen, gehen Sie hier auf PDF-Druck. Auf der rechten Seite hat man hier die Möglichkeit einzustellen, über welchen E-Mail-Account versendet werden soll, beziehungsweise ob der E-Mail-Versand überhaupt aktiviert werden soll oder nicht. Also wenn der Haken hier nicht gesetzt ist, dann wird zwar das PDF erzeugt, aber es wird keine E-Mail angelegt, und Sie haben auch nicht die Möglichkeit, dann diese Rechnung per E-Mail zu versenden. Ja, noch ein paar Worte zur Übersichtsmaske. Wir haben in unserem System nur vier Rechnungen angelegt, aber stellen wir uns vor, wir haben im System 1000 oder 10.000 Rechnungen, dann wird das Ganze auch ein wenig unübersichtlich. Man kann aber nach bestimmten Rechnungen suchen. Man kann hier zum Beispiel nach einem bestimmten Patienten filtern oder man kann eine bestimmte Rechnungsnummer sich anzeigen lassen. Hier eben die Rechnungsnummer eintragen, auf Selektion klicken. Selektion heißt, baue mir die Rechnung neu auf, suche mir die gewünschten Rechnungen. Oder ich gehe her und sage, Selektion aufheben, dann werden wieder alle Rechnungen angezeigt. Vielleicht möchte ich auch nur alle Rechnungen anzeigen lassen, die noch offen sind. Ja, also wenn ich hier sage, Rechnungsstatus offen, Selektion, dann werden nur noch diese Rechnungen eingeblendet. Wichtig ist auch, dass nur Rechnungen angezeigt werden, die im Zeitraum liegen rechts oben, also Rechnung von, Rechnung bis. Das sind also die zwei Angaben, und es werden ausschließlich Rechnungen angezeigt, die in diesem Zeitraum liegen. Ansonsten kann ich die Sortierung der Rechnungen noch verändern. Es könnte sein, dass ich die neuesten Rechnungen ganz oben haben möchte. Die alten erledigten Rechnungen sollen vielleicht ganz unten erscheinen. Also habe ich hier über die Sortierung auch die Möglichkeit, diese Liste individuell aufbauen zu lassen. Ansonsten kann man immer auch filtern nach Rechnungen, die bereits gedruckt sind oder die vielleicht noch nicht gedruckt sind. Und ich kann auch filtern nach Rechnungen, die per E-Mail versendet wurden oder eben nicht.